So, herzlich willkommen zu Noita, oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Ein Roguelite, welches jetzt in Early Access ist. Mein Bruder hat mich drauf gebracht, dass man das immer spielen könnte. Weil er auch schon überlegt hat, sich das zu kaufen, aber noch davon abgesehen hat, weil es noch nichts freizuschalten gibt. Also man fehlt einfach immer wieder alles und nicht wie bei, was gibt's denn da zum Beispiel, Rogue Legacy, wo man Geld verdient und damit nach dem Tod wieder neue Perks oder sowas freischalten kann, um doch ein bisschen Fortschritt zu haben. Also das ist eher so ein klassisches Rogue-like-Spiel, wo man wirklich alles immer wieder verliert. Aber vielleicht werden im Laufe der Entwicklung ja noch Sachen hinzugefügt, die man wirklich freischalten kann. So, ansonsten wir können mit der Maus die Richtung steuern, die wir hinziehen. Wir können uns bewegen, links, rechts. Wir können springen. Wenn wir gedrückt halten, auf fliegen. Da geht dann hier oben unsere Ausdauerleiste, sag ich mal, runter. Per Linksklick greifen wir an. Oh, jetzt habe ich da was runtergeschossen. Mit F können wir treten. Und das Spiel ist sehr Physik-heavy. I haben wir noch. Das ist halt hier das kurze Tutorial, da können wir auf unser Inventory zugreifen, auf unser Inventar. Wir fangen halt an mit diesem einfachen Stab, mit einem Sparkbolt, also einfach nur so ein Energieprojektil. Haben die ganzen Informationen, was für ein Typ, wie viel Mana es verbraucht, Schaden, die Geschwindigkeit, Zauberverzögerung und so weiter. Spread haben wir noch, also die Ausbreitung, die kritische Chance. Und als zweiten Zauber haben wir dann noch Bomben, die wir platzieren können. Ja, und Tasten 1, 2 und so weiter können wir halt dann schnell switchen. Mausrad funktioniert auch. Wir können auch hier oben draufklicken. Ja. Und wir steigen halt jetzt in den Dungeon hinab. Und treffen auch gleich auf die ersten Gegner. Die hier mit Säure schießen. Oh Gott, hier unten ist Schleim und wir rutschen. Und wir sterben bestimmt gleich. Lieber schnell ins Wasser gehen. Ich habe nur ganz kurz angespielt, also viel kenne ich ja auch nicht. Aber ich weiß schon mal, wenn wir von Säure getroffen sind. Oder von... Ja, wenn wir nach unten drücken, können wir übrigens ein bisschen runtertauchen. Wenn wir von Säure getroffen wurden, dann können wir einfach ins Wasser gehen, um die abzuwaschen. Und das Spiel ist bockenschwer. Also ihr seht doch schon... Oh Gott, das wird schon wieder getroffen worden. Der Wasser, das Wasser bietet uns ein bisschen Schutz, so viel ich schon rausgefunden habe. Weil hier haben wir jetzt, wir sind zu 60% feucht. Oh Gott, das wird... Ja, das ist gerade ein Nahkampfgegner gewesen, der uns ja mal anspringt. Wir haben auch nur noch 3 Leben, also oh Gott, wir werden vielleicht gleich sterben. Jetzt sind wir zu 100% feucht sogar. Und hier steht halt, feuchte Kleidung beschützt dich von Feuer, vor Feuer. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier die Kiste anschießen, da ist ja so eine schöne Flamme drauf. Ja, jetzt ist nur irgendwie, hier liegt ein bisschen Öl, das sieht man, ne? Und wenn wir noch einen zweiten Treffer landen, gibt es eine schöne Explosion, die Welt wird zerstört und überall brennt es jetzt. Und soweit ich weiß, kann man hier alles zerstören. Also wenn wir genug Zauber hätten oder Bomben oder so, könnten wir hier wirklich die komplette Welt nach und nach abtragen. Oh, und wir sind vergiftet. Wo haben wir uns das jetzt schon wieder eingefangen? Oder was ist das jetzt? Es passiert gerade nichts. Toxic, 1%. Gif. Giftiger Schleim oder so, Schlamm. In deiner Kleidung lässt deine Gesundheit langsam abnehmen. Und es kann von Flüssigkeiten abgewaschen werden. Da unten war ein Gegner. Der hat uns auch wieder angesprungen.
Gold Nugget haben wir aufgenommen, das hat er gerade getroppt gehabt. Ich weiß bloß noch nicht, was wir mit dem Gold anfangen können. Wie gesagt, ich habe wirklich nur kurz angespielt. Ich denke mal, vielleicht findet man NPCs, irgendwelche Händler. Denn es soll hier auch eine Möglichkeit geben, wie man Zauber selber erstellen kann. So, was haben wir hier? Hier haben wir irgendwas Rotes. Blutig. Blutige Kleidung beschützt dich vor Feuer. Okay, also weil ist ja auch flüssig wie Wasser. Deine Wahrnehmung. Was ist hier? Ach nee, du spürst eine erhöhte Chance, kritisch getroffen zu werden. Okay. Nee, attaining. Kritische Treffer zu bekommen. Ach, hier ist eine Schräge, da kommen wir nicht hoch. Wir könnten das jetzt natürlich wegspringen, aber wir haben halt nur 3 Bomben. Die würde ich gerne ein bisschen einsparen erstmal. Falls wir irgendwo einen Schatzraum oder sowas finden. Fragt mich nicht, ob es da irgendwie richtig große Schatzräume gibt. Ich weiß nur, es gibt... Oh, auch wieder eine Schräge. Es gibt auf jeden Fall... Items, die man einsammeln kann. Oh, oh. Ja. Wir sehen jetzt nach dem Tod natürlich eher noch. Die Ursache des Todes, es war halt eine Explosion. Wie viel Gold wir noch hatten, unsere Bestmarke, wie lange wir überlebt haben, wie tief wir gekommen sind. Sehen wir hier, es waren schon 24 Meter und mein Bestes waren 77. Wie viele Orte man besucht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann die Gebiete einfach nur sind, weil wir jetzt im ersten waren. Die besiegten Gegner, die maximalen Lebenspunkte, wir können nämlich Herzen finden, um unsere Lebenspunkte zu erhöhen. Gegenstände natürlich und wie oft man insgesamt gestorben ist, wie oft man gewonnen hat. Ja, es waren jetzt gerade mal 10 Minuten. Ich drücke mal einfach mal auf ein neues Spiel. Das Spiel ist ein bisschen komisch, weil es schließt sich und startet sich im Grunde neu. Ich hoffe mal, die Aufnahme bricht dadurch nicht ab. Mal schauen. Wenn nicht, muss ich es halt zusammenschneiden, dass das eine Folge wird. Schauen wir einfach mal. Noch läuft alles. Okay, ihr seht noch nichts, aber da bei mir startet das Spiel schon wieder. Es war jetzt ganz groß der Name. Einfach nur zu sehen. Okay, ja. Und wir sind wieder im Spiel. Brauchte ich nicht mal schneiden. Das Tutorial ist uns jetzt erstmal natürlich wieder egal. Weil, hat sich nichts geändert. Und wir sind in den Minen. Da unten sind schon wieder ersten Gegner. Oh Gott. Gut, den haben wir erwischt. Ist hier gerade irgendwas runtergefallen? Ah, hier haben wir Goldnugget. Garantiert irgendwann wichtig, wenn wir hier drüber gehen, sehe ich gerade hier oben wieder, dann sieht man, was das ist. Dampwork ist, glaube ich, dann aufgeweichter Fels, würde ich behaupten. Einfach nur Boden haben wir hier. Aufgeweichter Fels, Boden. Hier ist halt Gold. Wir können ja mal gucken, hier liegt ja so eine Bomben-Explosionsbox, ein explosives Fass, wie auch immer. Kommen wir jetzt an das Gold ran? Haben wir jetzt was? Ja, wir haben Gold aufgenommen. Okay. Also im Grunde könnte man halt auch das Gold abbauen, so. Durch die Explosionen. Natürlich auch nicht schlecht. Hier geht's nicht weiter. Ist natürlich alles immer wieder zufallsgeneriert, also... können wir uns hier auch nie einen Weg merken, wo irgendwas... ist, aber das ist ja das Tolle an den Spielen, dass es jedes Mal anders ist und immer wieder neu. Was ist das da? Da wächst irgendwas. Okay, können wir das kaputt schießen? Nein. Das ist komisch. Das ist ein Holzwagen. Der uns den Weg versperrt. Ah, da hinten seht ihr was leuchten. Das hat er gut gemacht. Oh, jetzt brennt da alles. Oh, eine Shotgun. Hier gibt's nämlich einen Gegenstand. Einen neuen Zauberstab.
Hier gibt's noch irgendwas? Oh, oh, warum will... Ach, wir haben gerade in Öl geschwommen. Das war eine Falle. Ei. Jetzt brauchen wir Wasser. Ich würde eigentlich gerne den neuen Stab angucken. Nur ist, wenn man brennt, so etwas eher schlecht. Oh nein. Nicht wieder diese Gift-Tinies. Komm schon, muss doch irgendwo Wasser sein oder Blut. Der Typ blutet oder war blutverschmiert. Oh gut, jetzt hat das Brennen auch aufgehört. Oh. Ach ne, es sind nur Leichen. Oh, Gottes Willen. Nein! Die finde ich bisher am nervigsten, die. Oh nein, die haben mir den Altar zerstört. Hier gab es doch ein Item. Ich glaube, wir sind hier erstmal sicher. Wir können mal kurz gucken. Wir haben wieder den Standard-Zauberstab. Soweit ich weiß, ändert sich das auch nicht. Und wir starten immer mit den drei Bomben. Neu bekommen haben wir diesen jetzt. Der hat hier. Was ist das? Kreis der Stille. 15 Aufladungen. Ein statisches Projektil. 50 Mana. Okay. Wir können den, ich habe den zum ausgewählt. Wir können ja mal gucken, was das bewirkt. Oh, hier gibt es einen Zauberstab. Was haben wir hier jetzt gekriegt für einen? Oder kommt gerade was? Das ist der hier, ne? Das ist der gleiche im Grunde. Jetzt haben wir den Gegner eingefroren für eine kurze Zeit. Mhm. Das ist für den da unten noch toll. Ach, super. Komm, geh da rein. Bei... Sein Gift nervt mich aber. Ja. Aber jetzt... Ich dachte, wir könnten das vielleicht ein bisschen schießen, aber... Hier ist eine Schatztruhe. Habe ich noch nie gehabt. Ist für mich jetzt neu. Drücken E. Es gibt wieder einen Zauberstab. Was hat der denn da alles? Hat der das alles jetzt drauf? Warte mal, wir haben den schon ein paar Mal benutzt. Dann nehmen wir den dafür weg. Der hat das echt alles. Lichtblitz. Kritischen Schaden bei blutigen Gegnern. 100% kritische Trefferchance. Okay. Sprich, wir kritten die dann immer. Ein großer Feuerball. Unstable Crystal. Nein, scheinbar zeugt er noch einen Kristall, der dann explodiert, wenn jemand näher kommt. Er reduziert die Streuung des Projektils. Die Projektile haben noch, so Linien aus Feuer dazwischen, die sie verbinden. Okay, das klingt schon toll. Müssen wir dann gleich mal ausprobieren. Ich will noch schnell hier... Auf wieder ein Zauberstab. Okay, schnell hoch, bevor uns die Luft ausgeht. Hier ist gerade... Sollte sicher sein. Okay, was haben wir jetzt Neues gekriegt? Wieder ein Zirkel aus Stillness. Dann schauen wir mal weiter. Vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen jetzt langsam. Da ist auch wieder was. Haben wir scheinbar gerade richtig gute Welt erwischt hier. Was ist das da unten? Das ist... Warten, Meat, vergammeltes Fleisch, okay. Ah, ein Item. Eine Pheromonen. Ja, Flasche, Fläschchen. Ausrüsten und werfen. Vielleicht greifen die Gegner sich dann gegenseitig an. Das entschärfen wir mal lieber. Oh. Es regnet Feuer vom Himmel. Von der Decke. Vom Himmel. Ah, nein, nicht schon wieder so einer. Oh. Hätte uns was getroffen.
Ich weiß auch nicht, ob es Fallschaden gibt, deshalb bremse ich mal was ab, was das entert. Holy Mountain. Achso, jetzt sind wir auf Wunde. Falls das ein Boss ist, ich rüste mal diesen Stöhn-Zauberstab aus und danach können wir dann mit dem anderen, mit dem Ganzen dann angreifen. Was ist das? Das ist ein Portal. Wir sind giftig. Jetzt nicht mehr, jetzt haben wir es abgehoben. Hier gibt's Leben. Okay. Doch nicht. Wir haben uns nur wieder voll geheilt. Spell Refresher. All Spells Refresh. Ich weiß nicht, ob das nur jetzt die Aufladung, wenn wir welche verbraucht hätten, wieder aufgefüllt hätte. Was haben wir hier? Press E to purchase Circle of Displacement. Aha, hier können wir jetzt was kaufen. Wir haben 176. So, das Digging Blast. Da können wir wahrscheinlich irgendwas mit Kram dann. Feuerball. Schleim. Mist ist Nebel. Und die heilige Granate. Okay. Da fehlen uns gerade mal 4 Gold für. Oh. Aber Digging Blast finde ich toll. Dann können wir damit kramen. Firebolt ist auch sowas Klassisches und wir nehmen den Mistmann noch mit, ist ja egal. Das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Weil. Das ist toll, der hat gar keine Aufladung. Wir können das jetzt? Geht das so einfach? Kann ich das jetzt so. Ich kann das jetzt alles hier rausziehen, okay. Wenn ich das jetzt hinzufüge, kostet der bestimmt wieder mehr. Kann ich das jetzt noch mit dazu machen? Ach, jetzt habe ich den Feuerball dort ausgerüstet. Das wollte ich nicht. Ich wollte nämlich das machen. Dann schießen wir damit jetzt einen so ein einfaches Projektil. Erzeugen noch eine Schleimwolke. Und wir können damit graben. Wir sind schleimy. Das beschützt mich vor Feuer. Aber ich kann mich jetzt schlechter bewegen. Okay, nehmen wir das erstmal wieder raus. Wo können wir das denn dazu machen? Lass mal das vielleicht erstmal. Wir haben noch ein Feuerboot. Okay, wir lassen das jetzt erstmal so. Ich muss mich irgendwo waschen gehen. Das ist gerade ein bisschen zum Ausweichen dann eher schlecht. Was ist das hier? Press E to pick exploding corpses, also Leichen explodieren lassen. Repelling Cape ist wohl ein Abwehrzauber. Und das hier ist Immunität gegen Elektrizität, also Strom. Wir nehmen mal. Ich finde Repelling Cape klingt gut, also das. Was haben wir da? Ist, ach, das ist ein Perk. Ah. Das ist, wenn wir jetzt Blut oder sowas haben oder Gift, dann. Okay. Dann verlieren wir das wieder schneller. Was geht da hinten ab? Ah, okay. Ja, jetzt können wir uns einkramen langsam. Was macht der Typ, ey? Also könnten wir jetzt eigentlich hier. Ich halt mal gedrückt. Kommen wir nicht weiter. Doch, das klappt. Jetzt können wir uns halt hier einfach durchkramen und kommen an das Gold ran. Ich werde das jetzt nicht für jedes Stückchen Gold machen. Warum gibt es hier unten nichts? Oh Gott, es gibt. Ah! Dieser Affe hat sich den Stab geklaut. Oh oh. Ja, unseren Allmighty-Stab mal testen. Ui! Fetzig. Okay,
Okay, der hat sich nämlich den Stab geklaut gehabt. Wir tauschen den mal aus. Ich denke mal, Stäbe sind besser, umso mehr Slots die einfach mal haben. Wir können jetzt keine neuen Zauber draufpacken. Das Feuer breitet sich auf dem Holz aus, natürlich. Warum auch nicht? Gut, wir stehen auch nicht in Öl. Nicht, dass es wieder anfangen zu brennen. Plötzlich ein Feuerball, der durch die Gegend springt. Zaubern zwei gleichzeitig. Der Ball zersplittert. Okay. Hier könnten wir an Gold rankommen. Das ist jetzt nicht allzu tief. Das nehmen wir mal kurz mit. Also sowas an der Oberfläche ist, das nehmen wir dann. Da nehmen wir uns die Zeit für, dass wir das mal... Die sehen schon wieder so giftig aus, die Viecher. Oh, Gottes Willen. Nein, sie brennen. Ich brenne auch. Gehen wir mal lieber ins Wasser. Das ist ja zum Glück gerade in der Nähe. Jetzt brennt da drüben alles und ist giftig. Wir gehen in die andere Richtung. Ah, das ganze Gold. Ich würde das gerne holen, aber es ist für ein Let's Play jetzt eher ein bisschen meh. Wenn wir uns da die ganze Zeit durchkramen, um an Gold zu kommen. Dafür kramen wir uns zum Feuer. Ich will hier bloß nicht brennen. Wie viel Wasser haben wir? 96. Das ist jetzt ein bisschen... Oh, der ist etwas stärker. Boah, das Ding haut rein. Und es gibt Gold. Schön. Das Blöde ist, ich denke mal, das Wasser wird... Oh ja, das geht auch schnell wieder weg. Boah, wir machen zu wenig Schaden. Nein, es brennt, es brennt, es brennt. Oh, warum muss hier immer alles brennen? Aua, wir sind gleich tot. Haben wir die drei? Wir haben die drei ausgerüstet, ja. Wir haben daneben geschossen. Nein! Woran bin ich jetzt gestorben? Eine Explosion, ja. Wahrscheinlich meine. Hat der unser Feuerball abgeschossen? War es das? Ihr könnt ja auf YouTube nochmal zurückspringen. Ich werde es da auch nochmal machen, wenn ich dran denke. Hat er echt unser Feuerball abgeschossen, sodass der uns selber ins Gesicht explodiert ist? Ja, aber wir haben auf jeden Fall einen neuen Rekord. Gold gesammelt und Tiefe und alles Mögliche. Okay. Wir beenden erstmal die Folge an der Stelle und gucken dann ein andermal weiter. Aber so ist das Spiel auf jeden Fall schon mal erstmal. Ja, erstmal ganz nett, ja. Vielleicht machen wir noch zwei, drei Folgen. Und, ja. Ich denke mal, wenn dann Updates kommen, immer mal wieder reinschauen. Aber bis dann.